No! Kill playback! Eure schwere Mission ist fast erfüllt. Aber wo sind die Prinzen? Ich bin sicher, wenn wir sie fangen oder töten können, wird König Reginald keine andere Wahl mehr bleiben, als zu kapitulieren und euch sein Königreich zu übergeben. Wartet mal. Ich bekomme gerade eine Nachricht, dass die Prinzen im Protektorat Butterkeks gesehen worden sind. Macht schnell und unterbindet jeden möglichen Gegenangriff von Seiten Reginalds. Willkommen zurück zu Dungeon Keeper 2. Wir kümmern uns wieder um die drei Prinzen, wie in der letzten Folge auch schon. Da haben wir es ja ganz schön verkackt. Aber diesmal werden wir es schaffen. Und ich lasse es noch kurz vorlesen, dann lade ich aber den Spielstand. Oh, nee, Quatsch. Ich lasse es nicht mehr vorlesen, ich lade direkt. Und diesmal packen wir es. Auf geht's. Okay. Diesmal machen wir es richtig. Letztes Mal backte ja auch der Held hier rum. Was passiert diesmal auch wieder? Ich hoffe mal nicht, ehrlich gesagt. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, was man da jetzt am besten macht. Ja, euer Zauberspruch Gold erschaffen wurde verbessert. Scheint mir fast, dass man wieder der Baum buggen würde. Aber die schieben ein bisschen rum, vielleicht hilft das. Das Problem sind, die hier oben backen, kann ich hier nicht weitergehen. Das heißt, ich müsste hier unten dann. Ich weiß es nicht, ne? Ich geh das mal hier ein bisschen erkunden. Komm, geht um die Ecke. Ja, passt. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Holt euch das mal. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Prinz braucht noch ein bisschen was, sehr gut. Die drei hole ich mir dann auch gleich. Jetzt hier mache ich mal die Verbindung weg. So ein Mist. Euer Zauberspruch Inferno wurde verbessert. Brauche ich Verbindung natürlich wieder. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Passt so. Wir kommen ja nicht zur Schatzkammer und so. Egal. Was macht der denn da? Jetzt mal wieder warten, bis der Prinz vorbei ist. Also ich muss alle drei Prinzen gleichzeitig ausschalten. Das ist wichtig. Ich mach mal hier wieder eine Geheimtüre hin. Dass der nicht so weit wegläuft. Dann ist er nicht so nah auch an dem Ding dran. Also Moment, hier können sie flüchten. Hier können sie flüchten. Ah, sehr gut, die sind hier oben doch wieder weg. Okay, das heißt, ich kann hier weiter erkunden. Ich mach da wieder zu lieber. Aber trotzdem, ich kann... Na nö. Ah, gut, ich dachte schon, er würde jetzt hier hochrennen. Oder rennt er? Nee. Du hast mir das Gebiet ja schon mal gehört. Menü. Ach, die Fliege. Die Fee. Ein Riese wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Na komm. Haben wir jetzt genug Platz. Sehr gut, dann kann ich hier links platt machen.
arbeiten. Das loot bitte mal. Das Ding. Ein Riese wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ich kann nicht anpacken. Eine Geheimtür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Oh, scheiße. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Leute, Leute, Leute. Ah, der Köder. Kämpfen sie denn? Ach, scheiße. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Wen schlagen sie denn? Da ist ja niemand, oder? Oder war da auch ein Imp? Okay. Speichern wir nochmal. Spiel gespeichert. So. Es ist erst ein paar Tage her, dass ich die andere Aufnahme aufgenommen habe. Das war jetzt am Wochenende. So. Jetzt kann ich die Verbindung eigentlich wieder hinmachen. Analyse. Welche in der Werkstatt haben. Oh, bei Werkstatt ist fertig, passt. Also, bei Skype. Ich habe vergessen, Skype auszumachen. Mist. Aber vielleicht schreibt mich heute ja mal ausnahmsweise keiner an. Haben es ja schon relativ spät. Irgendwann mit 8 Uhr haben wir, genau. Genau 8 Uhr. Den Leuten ist auch langweilig. So, ich könnte natürlich... Euer Dungeon ist in ernster Gefahr. Die Geschöpfe sind sauer, weil sie nicht Murmeln spielen können. Okay. So. Ich mach mal hier die Dinger zu, damit er auf keinen Fall hier flüchten kann. Ist schon zu dreiviertel fertig? Komisch. So, wir werden jetzt zwei Prinzen. Muss ja nur eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Muss ja nur aufpassen, dass ich nicht die Prinzen töte. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das ist das einzig Wichtige im Prinzip. Ah, ich könnte jetzt mal ein bisschen Mana verschwinden. Brauche ich jetzt eh nicht. Leute, hallo. Hier ist ein Gegner für euch. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Direkt noch ein schönes zweites Portal. Passt auch gut. Ihr erbeutet ein Portal. Wieso geht jetzt hier ein Level 4er? Keinen Hochleveling gehabt. So, komm, ja. Achso, so schnell schon? Okay. Okay, dann hat sich da wahrscheinlich schon ein Level 10er hingeportet. Dann passt das. So, dann kann ich immer so ein bisschen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Hier würde ich gerne einen Platt machen. Kann ich die Chance ergreifen, wenn er gerade da ist. Muss ich mal gucken, ob es klappt. Aber zumindest einen Eingang habe ich ja hier schon mal zugemacht. Da wird er ja so leicht nicht mehr hinkommen.
Bogenschützen kann ich gebrauchen. Dann habe ich mich auch noch gar keinen. Na, das wird sich aber nicht kaputt hauen lassen, ne? Das war jetzt nicht Sinn der Sache. Ach du Scheiße. Ne, das war jetzt nicht geplant. Nein! Ein Prinz ist hier noch. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Na gut, komm. Komm ran da. Zwei Prinzen. Wo ist der dritte? Scheiße, der dritte ist an einem sehr ungünstigen Platz. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Mist, 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 Mist. Das gefällt mir so aber gar nicht. Okay, doch, das passt. Wo ist er? Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Komm schon. Perfekt. Tötet die Prinzen nicht. Wir müssen sie auf unsere Seite ziehen. Jeder, falls Horny euch zu aufsässig wird, könnt ihr ihn mit einem einzigen Klaps aus eurem Reich herauswerfen. Ja. Ihr habt dir erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Den brauche ich bitte noch. Ich muss alle Prinzen schnell retten. Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Komm schon. Rette den Prinzen, bitte. Dankeschön. Das ist ein Prinz. Ist zu klein. Nein. Da, ist er das? Ja. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Sehr cool. Hat doch geklappt. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ist hier vielleicht irgendein Rätsel? Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hatte. Als irgendwie noch ein Rätsel oder sowas ist. Ein Riese wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Und ich vielleicht komplett drumherum einnehmen muss. Geht's auch gut, sehr gut. Na, mal gucken. Vielleicht hätte ich doch mal erkundet.
Eine Bogenschützin wurde unglücklich, weil sie sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Sieht aber nicht danach aus. Na gut, schade. Wäre schön gewesen. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Gut, meine Herren, ihr dürft euch gerne bekehren lassen. Haben wir das echt noch geschafft? Krass. Spiel gespeichert. Aber dadurch war eher Glück, dass die dann alle rübergerannt sind, ehrlich gesagt. Das hat mir echt ein bisschen geholfen. Komm, mal ein bisschen Symbiose. Ein Riese wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ja, ja. Was ist denn diese Hand ganz unten links? Neben der Kamera. Und das die anderen auch? Ja, weiß man nicht, was bedeutet. Keine Ahnung. Schade, doch kein Geheimnis hier. So wie es aussieht. Noch ein bisschen Gold, was da liegt. Ja, sehr schön. Das ganze Land gehört mir. So mag ich das. Tür noch weg. Dann haben wir auch keine. Ah, doch, da ist noch eine Tür. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ein Riese wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Geht's den Herren? Immer noch gut. Komm, bevor hier gleich noch irgendein Scheiß passiert. Machen wir hier mal schnell zu. Ich hab mir nicht vorher mal schon zumachen sollen. Ein Riese ärgert sich, weil er nichts zu essen hat. Ach komm. Rennst aber in falsche Richtung, oder? Oh. Ach, ich hab letztes Mal hier hingebaut. Aber durch den... durchs Laden ist es wieder weg gewesen. Das war davor. Ganz, eigentlich ganz interessant, der Level. Also, zweiter Versuch hat es geklappt. Ich glaube, diesmal war ich jetzt auch relativ flott, ne? Also, jetzt haben wir natürlich geladen, klar. Aber es hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt schon geht. Aber die lassen sich irgendwie auch nicht bekehren. Oder ist doch mein Ziel? Vor der Bekehrung sterben. Aber dafür habe ich ja genug geheilt. Ein bisschen reinzoomen. Ich packe da noch einen hinten dran. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ein Troll wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. So mögt ihr das doch, oder? Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer verhört. Das Opfer in eurer Folterkammer hat Informationen über die Umgebung ausgespuckt. Ja, aber ich kenne die komplette Umgebung doch schon. Wir gehen wissen, was da drin ist. Ja, ich kann sogar einen Wein fallen lassen. Oder ja nix. Ein Teufler ärgert sich, weil er nichts zu essen hat. Wer? Moment. Da wollte gerade zurückgehen. Tschüss. In eurer Werkstatt gebaut. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Alle, die jetzt hier mucken. Eine Bogenschützin wurde unglücklich, weil sie sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Tschüss. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Kommt noch was Schönes bei rum, oder? Die Götter haben euer Opfer angenommen.
Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Hm, sehr schön. So, ein Vampir. Na komm. Weg damit. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Er betet, sehr schön. Na komm. Ein schwarzer Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Na, wie viel Opfer wollen sie denn noch? Hm, geh mal schlafen. Ich krieg auch so ein bisschen. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ihr seid mein Gebieter, Keeper. Ich, Balder, werde mit euch meine tiefsten Geheimnisse teilen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Es ist Zahltag. Wo sind wir hin? Oder gibt's denn eine Figur gar nicht? Der Riese ärgert sich, weil er kein Geld bekommen hat. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ah, hier ist der zweite auf jeden Fall. Ich ergebe mich, Keeper. Ich, Tristan, werde euer Diener sein. Blockierer, okay. Warum rennt der jetzt so lang? Sehr cool. Ich würde gerne einen übernehmen. Ich wollte schon immer mal einen Prinzen steuern. Hehe. Stirb, Hühnchen. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Endlich habt ihr die drei rückgratlosen Söhne des Königs mit eurer teuflischen Macht gegen ihren Vater gewendet. Nun werden sie euch zu dem Juwel führen. Euer Erfolg ist meine Freude, Keeper. Weiter so. Man hat auch gesehen, diese eine Fleck, wo ich dachte, das wäre ein Geheimnis, da kam jetzt der Portaljuwel her. Und man hat gesehen, wie ein Huhn aus dem Ei geschlüpft ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein höchst zufriedenstellendes Ergebnis. Diese ganzen hochwohlgeborenen Prinzen, um ihr erbärmliches Leben flehen zu hören, war ein reines Vergnügen. Ein ganz außerordentliches Vergnügen sogar. Nun bleibt nur noch ein einziger Portaljuwel übrig. Und den verwahrt König Reginald selber. Eure schwerste Prüfung liegt noch vor euch. Doch ich weiß, dass ihr würdig seid.